Wir rosten genauso wie Eisen. Das bedeutet, hat man dunkle Färbungen auf der Haut, ist ein klares Indiz dafür, dass dir das wichtigste Antioxidant im Körper fehlt. Nichts kann entgiftet werden über die Leber, wenn nicht genügend da ist. Daher befindet der Körper sich auch in einem fatalen Zustand, wenn man da defizitär ist. Dieses noch legale Antioxidant ist so stark, es färbt sogar die Haut weiß. Grundsätzlich suchen alle Menschen nach Markern, wie es um ihre Gesundheit steht. Denn niemand will den Stress einer Blutabnahme in kurzen Abständen über sich ergehen lassen. Dabei möchte ich dir heute helfen, einen der wichtigsten Gesundheitsmarker zu erkennen und zu deuten, aber noch wichtiger, um Maßnahmen gegen ihn parat zu haben, was dein Körper denn dementsprechend machen kann und was ihm fehlt. Lass noch schnell einen Daumen nach oben da für eine gute Tat heute und los geht's. Unsere Haut macht mit das größte Organ aus unseres Körpers. Daher bietet es auch gleichzeitig viel Fläche, abzulesen, wie es um unsere Gesundheit steht. Je älter wir werden, desto mehr können wir aus unserer Haut ablesen. Denn die Funktion und die Antioxidantien im Körper nehmen ab, zum Beispiel Coenzym Q10 und Glutathion. Hier sieht man, dass mit 40 nur noch halb so viel Coenzym Q10 im Herzen zu finden ist, wie noch mit 20. Diese braunen Flecken hat der ein oder andere bereits auf seinem Körper gefunden. Und wenn nicht, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis diese auftauchen. Daher solltet ihr wichtigerweise genau dranbleiben und vor allem wissen, was ihr dann zu tun habt. Ja, der gesamte Alterungsprozess und damit der einhergehende Krankheitsprozess im Körper basiert auf Oxidation. Das heißt, einfach erklärt, Sauerstoff- oder Stickstoffradikale verändern die Struktur von körpereigenen Molekülen so, dass ihre Funktion eingeschränkt wird oder beziehungsweise, dass die Zelle sogar ihre Funktion verliert oder entartet und dementsprechend Krebs entsteht. Denn Radikale sind Elektronenmangelverbindungen, die unzufrieden sind, ja, in ihrem Dasein, so dass sie sich Elektronen egal woher stehlen, damit sie wieder zufrieden sind. In der Chemie sagt man auch, thermodynamisch stabil sind. Ein Beispiel ist das Wasserstoffperoxid. Ja, einer der stärksten, das stärkste Desinfektionsmittel der Welt, da es radikalische Eigenschaften hat und egal worauf es trifft, zum Beispiel Haare, welche sie weiß färbt, oder Haut, welche sie weiß färbt, oxidiert. Aber auch Bakterien, Viren oder Pilzen werden oxidiert und verlieren ihre pathogene Funktion, also werden unschädlich gemacht. Dieser Prozess findet ebenfalls bei uns im Körper statt, jede Millisekunde im millionenfachen Ausmaß. Der einzige Grund, wieso wir daran noch nicht verendet sind, ist jener, dass wir in der Lage sind, selbst Antioxidantien zu produzieren. Es sind wortwörtlich unsere Bodyguards, die bevor das Oxidans unsere Zellen ja verändert und unbrauchbar macht, es selbst neutralisiert wird durch die körpereigenen Antioxidantien. Im Alter, bei Stress, Krankheit oder gar einfach der falschen Ernährung oder einem Nährstoffmangel, kann es dazu kommen, dass die Menge an körpereigenen Antioxidantien abnimmt. Das zeigt sich dann ja in der Oxidation vor allen Dingen an den Organen, ja, die nach und nach ihre Funktion verlieren, sowie die Mitochondrien, ja, die beschädigt werden, also unsere Kraftwerke der Zelle oder die Schilddrüse und so weiter. Wir werden müde, Körpertemperatur nimmt ab. In Asien gehören Mittel, die Hautfarbe in Richtung Weiß steuern, zu den meistverkauftesten Produkten übrigens. Denn diese entstehen nämlich genauso. Die Färbung der Haut wird durch 3 Dinge gesteuert, also Melanin, ja, der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin und Carotinoide aus pflanzlichen Lebensmitteln, vor allen Dingen wie Karotten, Grünkohl und so weiter. Diese Pigmente reflektieren das Licht so, dass die Hautfarbe erscheint, wie wir sie sehen. Kurz gesagt, die Melaninsynthese findet in kleinen Organellen statt. Also Melanin ist ja der braune Farbstoff, den die Haut färbt. Ja. Den Melanozyten dort dementsprechend findet die Melaninsynthese statt. Dies wird von mehreren Enzymen beschleunigt, wobei die Tyrosinase das entscheidende Enzym ist. Anschließend werden die Melanosomen, in denen sich ja das Pigment Melanin befindet, von den Melanozyten in das Zellwasser der Keratinozyten verfrachtet, die in der Haut liegen. So, und dementsprechend, wo auch das Melanin dementsprechend sichtbar ist, als Hautfarbe quasi gedeutet werden kann. Daher beruhen die meisten Strategien zur Aufhellung der Haut auf der Modulation der Tyrosinase-Aktivität. Der Wirkstoff, jetzt kommt's, L-Cystein in Verbindung mit reduziertem L-Glutathion ist hier entscheidend. Es basiert auf der Tatsache, dass aufeinanderfolgende Oxidationsreaktionen mit Tyrosin als erstem Substrat zu Dopaquinon führen, den gemeinsamen Vorläufer von 2 Arten des hellen Melanins, also Pheomelanin, und dem dunklen Melanin, dem Eumelanin. Und das ist jetzt das Entscheidende. Diese Abbildung erklärt es hier nochmal sehr, sehr gut. Man sieht, dass nur durch die Anwesenheit von Glutathion und dem Vorläufer Cystein das helle Melanin gebildet wird und nicht das dunkle, was auf zu viel
Oxidation hindeutet, da L-Cystein der Vorläufer ist von dem Glutathion, welches mit das wichtigste Antioxidant des menschlichen Körpers ist. Ich würde sagen, von allen Säugetieren ist. Man kann es so sagen, wir rosten genauso wie Eisen es macht, ja, da wir ebenfalls Eisen haben, in 99% unserer Blutzellen, den roten Blutkörperchen. In einem Mikroliter, einem Millionstel Liter ist ein Mikroliter, ja. Blut befinden sich 4 bis 6 Millionen Erythrozyten schon, ein Mikroliter. Und diese beinhalten jeweils nochmal 4 Eisenatome. Das macht auf einem Millionstel Liter bereits 20 Millionen Eisenatome. Daher könnt ihr euch vorstellen, wie wichtig Glutathion ist, da es dementsprechend auch am konzentriertesten ist in den roten Blutkörperchen, neben der Leber, um diese vor Oxidation zu schützen, um vom Anführungsstrichen vor dem Rosten zu schützen. Ja? Das bedeutet, hat man dunkle Färbungen auf der Haut, ist ein klares Indiz dafür, dass dir das wichtigste Antioxidant im Körper fehlt, das Glutathion, welches 99% aller Blutzellen beschützt vor Oxidation, die roten Blutkörperchen, auch Erythrozyten genannt. Nichts kann entgiftet werden über die Leber, wenn nicht genügend Glutathion da ist, kein Zeolit, Chlorella oder sonst was, entgiftet im Körper, sondern im Darm, ja, oberflächlich im Darm. Nur Glutathion kann im Körper entgiften, ja, daher befindet der Körper sich auch in einem fatalen Zustand, ja, den man wirklich extrem ernst nehmen sollte, wenn man da defizitär ist. Studien zeigen, dass wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird in der Zelle, kommt es zur Produktion von einem dunklen Flecken auf der Haut dementsprechend, ja. Zu wenig Glutathion gleich zu viele Flecken auf der Haut. Genug Theorien, schauen wir uns jetzt ganz mal unfassbare Praxisbildern an, ja, wirklich unfassbare Praxisbilder. Was man hier sehen kann, ist wirklich unglaublich, dass die Kombination aus Glutathion und Cystein alleine mehr als 3-mal so helle Haut produzieren, als in der Placebo-Gruppe es der Fall war. Ja? Das sieht man hier auch nochmal in einem Bild, was bereits nach 12 Wochen so passiert ist. Nur 12 Wochen. Das ist wirklich unfassbar, wie mächtig diese Kombination an Antioxidantien ist. Das kann auch kein anderer Stoff auf der Welt so leisten, meines Erachtens. Kommen wir mal zu den Altersflecken, wo der Effekt noch heftiger ausfällt. Hier sieht man, dass ca. mit Faktor 10 die Altersflecken reduziert sind in der Glutathion-Cystein-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Man sieht hier, werden die Altersflecken nicht einfach weniger, sondern sie werden auch massiv kleiner durch L-Cystein und Glutathion in der Kombination nochmal, ja. Aber noch besser, sie werden da auch massiv heller, wie wir hier an einer beziehungsweise einer von vielen Probanden sehen können. Demnach möchte ich eine kurze Zusammenfassung geben. Alles auf der Welt oxidiert, also reagiert in den meisten Fällen mit Sauerstoff. Dadurch verändert sich das Material, siehe Rost. Das gleiche gilt bei uns. Mit dem Alter haben wir immer weniger Antioxidantien. Diese nehmen bereits mit 20 ab, damit wir auch Platz machen für neue. Das ist von der Evolution so vorgesehen. Ne? Je älter die Population, desto anfälliger ist sie für Krankheiten, desto schwächer und so weiter. Ja? Wir streben längst gegen die Evolution, wie sie sein sollte. Bis unser Körper diese Oxidantien ja dementsprechend nicht mehr entgegenzusetzen hat, ja, weil sie ja immer weiter sinken mit zunehmendem Alter und den Umweltgiften dazu, die wir hier noch haben, die ja früher nicht so präsent waren, ja, dass man diese Altersflecken schon auf der Haut dementsprechend sehen kann, ja. Nur wenn diese auf der Haut auftreten, finden solche Prozesse schon lange am Herzen, Lunge, Organ und so weiter statt, welche dadurch ebenfalls ihre Funktion nach und nach verlieren. Beim Sport stellt der Körper mehr Antioxidantien her, als er eigentlich braucht. So wie über Gemüse nimmt man ebenfalls welche auf, die sehr hohe Antioxidantiendichte haben, aufweisen, ja, vor allen Dingen sehr grünes Gemüse, oder halt dementsprechend das Glutathion beschützen, ja, diese Antioxidantien, die man zuführt, werden quasi benutzt, um Radikale zu puffern, sodass der Körper nicht sein hochwertiges Glutathion dafür verbrauchen muss, so muss ich jetzt vorstellen. Ich persönlich mache mehrmals im Jahr eine Kur aus Glutathion und N-Acetylcystein, die stabilste Form des Cysteins, um zum einen den Status wieder auf meinen Jugend zu bringen und zum anderen, um die PFAS-Konzentrationen herabzusetzen. Ich wiederhole PFAS, ganz wichtig. Wie du habt ihr sicherlich schon gesehen, das Thema überhaupt 2023, 2024 im Gesundheitsbereich, es gibt nichts Wichtigeres eigentlich. Ja. Zu beachten beim Glutathion, wer es ebenfalls nehmen mag, ja, dass es flüssig liposomal sein sollte, denn dazu haben wir auch eine Studie gemacht, dass es aus Kapseln so gut wie gar nicht aufgenommen wird, den Blutspiegel nicht verändert, auch liposomale Kapseln existieren nicht, man kann keine Zellmembranen zu Pulver verarbeiten und dann meinen, dass diese noch intakt sind, das funktioniert nicht, Liposomen sind aufgebaut für unsere Zellmembranen. Daher greife ich ausschließlich zu flüssigem, liposomalem Glutathion, ist ganz klar. Danke für die Aufmerksamkeit und alles Wichtige findet ihr in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Video und bis gleich auf purezell.de. Dankeschön für euren Support.